Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach? Ich habe mich in den letzten Jahren politisch ja viel auch mit Gleichberechtigungsthemen, Gleichstellungsthemen beschäftigt, mit Emanzipationsfragen, mit Identitätspolitik von links und rechts, also mit all diesen Themen. Und da sind wir immer auf den Stand gekommen, dass wir Gleichberechtigung, manchmal auch Gleichstellung zwischen Männern und Frauen haben wollen. Und genau dieser Debattenstand wird inzwischen ja immer häufiger eingerissen von einer dritten Perspektive, nämlich der dritten Perspektive, die sagt, Männer und Frauen gleichberechtigt braucht es gar nicht unbedingt so ausschließlich, denn es gibt ja ein nicht-binäres System. Und es gibt ja zunehmend Menschen, die sich nicht genau im Sachverhalt der Transgeschlechtlichkeit, sondern auch mit anderen Geschlechtlichkeiten, dass sie sich definieren, als dass sie ihre Geschlechter ablegen oder sich gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Und mich interessiert, was genau diese Perspektive eigentlich mit all diesen Debatten macht und mit denen wir uns ja vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte lang auseinandersetzen und uns da vielleicht auch darauf geeinigt haben, was Gleichstellung und Gleichberechtigung bedeutet. Also ob es vielleicht für Opferperspektiven, für Perspektiven beispielsweise von Frauen, die an Gleichberechtigung interessiert sind, ob das für die ein Rückschritt ist, wenn immer mehr Menschen sagen, wir brauchen diese Gleichberechtigung gar nicht mehr, weil es ja auch nicht-binäre Systeme gibt. Ist das, also sage ich laienhaft dazu, weil ich sowas so nur am Rande beobachte, aber ist nicht das, was Sie jetzt sagen, schon aus einer bestimmten Perspektive höchst kritikwürdig? Also so im Sinne dessen, wie Joanne Rowling angegriffen wurde, oder jetzt gibt es, glaube ich, gerade eine aktuelle Diskussion um die Emma, weil Frau Schwarzer und eine Co-Autorin ein Buch zur Transsexualität vorgelegt haben, wo im Grunde genommen schon gewissermaßen die Insinuierung einer Frage an diese Konzepte selber schon etwas zu sein scheint, was sofort irgendwie bekämpft werden muss, oder? Ja, ich glaube, dass ich mich auch nicht trauen würde, mit vielen anderen Leuten darüber so zu sprechen wie in unserer Beziehung. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein Thema ist, das wahnsinnig aufgeladen ist und bei dem viel aneinander vorbeigesprochen wird. Ich bin ja jemand, der LGBTQ-Community anhängig ist, also kenne viele transgeschlechtliche, transsexuelle Menschen. Und trotzdem glaube ich, dass es Dinge gibt, die zu besprechen sind und die etwas nicht damit zu tun haben, dass man Menschen ihre Lebenserfahrung oder ihre Lebensentscheidung abnehmen möchte. Und ich glaube, gerade in so einem politischen Kontext, wo es darum geht, was passiert, wenn ein nicht-binäres System nicht mehr gang und gäbe ist, was passiert mit den politischen Debatten, mit den Erkenntnisständen, die man sich erarbeitet hat. Also Männer, die zum Beispiel eher zu der privilegierteren Hälfte gehören, können sich in dem Moment, wo sie sich als nicht männlich definieren, ja auch von privilegierter Perspektive befreien und sind vielleicht nicht mehr in Verantwortung. Genauso könnten Menschen, die unterprivilegiert sind und sich per Eigendefinition dieser unterprivilegierte Perspektive aberkennen wollen, können sich gleichzeitig auch vielleicht gar nicht mehr gemein machen mit einem Kampf für Gleichberechtigung. All das sind ja Nebenprodukte dieser ganzen Diskussion um ein nicht-binäres System. Ja. Deshalb gibt es ja auch also die sozusagen vom klassischen Feminismus her die Kritik daran. Und natürlich, soweit ich das, wie gesagt, peripher, also als wirklich dumpfer Cis-Mann, völlig uninformiert und involviert in diese Debatten, aber natürlich bis hin zu praktischen Problemen, ob wenn man sozusagen sich als eigentlich männliches Subjekt, ich weiß nicht, man fängt ja schon an zu rudern, was überhaupt die Begriffe sind, sich gewissermaßen zur Frau erklärt, was das eigentlich für Weiterungen, für irgendwelche Schutzräume im Alltag für eben Frauen und so weiter hat. Also das spielt ja sofort in ganz viele Problemlagen rein. Und das Verrückte scheint mir aber zu sein, dass trotz, sagen wir mal, einer doch zahlenmäßigen, wie soll man sagen, nicht gerade Überrepräsentanz der Personengruppen, dieses Thema unfassbar überrepräsentiert und politisch irgendwie mächtig ist. Das ist was, was mich eigentlich interessiert, weil das ja in vielen anderen Bereichen gar nicht gelingt. Also bestimmte Positionen diskursmächtig zu machen.
Also wir können ja an Klimapolitik oder sonst was denken oder viele andere Politikfelder, die diese Power gar nicht entfalten. Warum, hätte ich keine Antwort drauf, ist es an dieser Stelle so machtvoll? Das ist ja theoretisch eine wahnsinnig interessante Frage. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch von den Begegnungen und Gesprächen, die ich habe, dass die Person, die transgeschlechtlich ist, die transsexuell ist, ja wahnsinnig stigmatisiert ist von sehr unterschiedlichen Seiten. Also wir haben ja extrem hohe Selbstverletzungszahlen, extrem hohe Suizidzahlen, extrem hohe Gewalt, irgendwie Verbrechen an diesen Personen. Und dass das eine Person ist, und ich glaube, das spielt vielleicht ein bisschen wieder dieses Argument aus der Abtreibungswerbung eine Rolle, dass man das Gefühl hat, wozu soll man diese ganzen logischen, juristischen Systeme zu Ende denken? Da geht es doch eigentlich jetzt mal darum, dass eine Person, die extrem stigmatisiert ist, dass es der ein bisschen leichter gemacht wird, dass da ein paar Hemmnisse im Staat irgendwie von ihr weggenommen werden, dass sie sich vielleicht auch früher in der Jugend dazu entscheiden kann. Ich glaube, da spielt gerade diese wirkmächtige Erzählung von Diskriminierung eine ganz große Rolle, dass das eben ein ganz großes Leid bei den Betroffenen ist und dass man deswegen den Fokus auf dieses Leid lenkt und nicht darüber, was eigentlich das in der logischen Konsequenz für ganz viele juristische Systeme bedeutet. Das finde ich sofort nachvollziehbar. Trotzdem ist es mir nicht nachvollziehbar, wieso eine solche erleidende Gruppe so eine Diskursmacht erlangen kann. Weil es gibt ja ganz viele andere leidende Gruppen, die zahlenmäßig viel stärker sind, die sich offensichtlich nicht in dieser Weise so artikulieren können. Also das finde ich das Bemerkenswerte daran. Wie passiert das? Also ich meine, wir haben, wenn man an den Arbeitsbereich denkt, wir haben mittlerweile eine solche große Zahl von prekär Beschäftigten, die von ihren Jobs nicht leben können, die schlecht behandelt werden, auf die man herabschaut, wo eben auch rassistische Aspekte dabei eine Rolle spielen und so weiter. So gibt es eigentlich keine Macht, keine diskursmächtige Dimension davon. Dasselbe gilt für das Problem mit Kindern aus sozial prekären Schichten. Gibt es keine Diskursmacht darüber? Und so weiter und so weiter. Und das finde ich schon faszinierend, wie das an dieser Stelle so gelingt, dass eben auch Menschen, die also mal jetzt aus feministischer Sicht ein progressives, emanzipatorisches, politisches Programm nicht nur vertreten, sondern überhaupt erkämpft haben, sofort ins Hintertreffen geraten und als irgendwie, keine Ahnung was, reaktionär dargestellt und diffamiert werden, wenn sie versuchen, eine Position zu reklamieren, die sozusagen von emanzipativen Kämpfen doch einiges für sich hat. Ich finde das schon faszinierend, wie das funktioniert an dieser Stelle. Hat es etwas mit unserer ganz grundsätzlichen, auch, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, mit so einer Überbetonung von Opferperspektiven zu tun? Das ist ja etwas, das in den letzten Jahren im Vergleich zu Jahrzehnten davor eine besondere Rolle spielt, dass Debatten extrem aus der Opferperspektive herausgeführt werden und in jedem Politikfeld. Und auch da könnte das ja sein, dass gar keine Art und Weise, etwas sachpolitisch zu besprechen, aufgebaut wurde, weil man sowieso aus einer betroffenen Perspektive nur sprechen kann. Ja, ja, aber da ist die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Also natürlich ist gewissermaßen die Konstruktion eines Opfers, dessen oder deren Perspektive immer die richtige ist, weil sie die Nicht-Opfer nicht nachvollziehen können. Das ist natürlich en vogue. Er wirkt sich meines Erachtens nach auch tatsächlich im gegenwärtigen Sprechen über den Ukraine-Krieg sehr stark aus, weil da ist ja sozusagen die Klarheit, dass Opfer Recht haben, das bestimmende Narrativ. Aber das erklärt es ja noch nicht, warum eigentlich der Opferstatus sozusagen so eine Dignität bekommen hat. Also ich kann mal einen kleinen Exkurs machen. Mein wichtigster Lehrer, Raoul Hilberg, Holocaust-Forscher, hat ja ein Werk verfasst, was bis heute das Gültige über den Vernichtungsprozess ist. Und es war extrem schwer, das überhaupt durchzusetzen. Die historische Fußnote ist auch, dass Hannah Arendt diejenige gewesen ist, die in Eichmann und Jerusalem sich sehr stark auf Hilberg bezogen hat. Hannah Arendt ist sehr stark dafür angefeindet worden, dass sie etwa die Rolle der Judenräte mit thematisiert hat und so weiter.
weshalb der arme Hilberg als junger, unbekannter Wissenschaftler von vornherein in der Community diskreditiert gewesen ist und angegriffen wurde und Zeit seines Lebens drunter gelitten hat, dass er wissenschaftlich keinen Fuß an die Erde bekommen hat, wegen Hannah Arendt. Also eine ganz verzwickte, verrückte Geschichte. So, was war aus einer Außensicht das Problem an Hilbergs Ansatz? Hilberg hat den Vernichtungsprozess rekonstruiert auf der Grundlage des Verwaltungshandelns, auf der Grundlage der Erlasse der Täter, auf der Grundlage des Handelns der Täter. Weil er gesagt hat, diesen Vorgang der Vernichtung der europäischen Juden kann ich nicht aus der Perspektive der Opfer verstehen. Das geht nicht. Ja? Weil die Handelnden, die die zu Opfer machen, sind ja diejenigen, die etwas Bestimmtes ins Werk setzen, die etwas in die Welt setzen, die dafür Begründungen haben, die dafür Begrifflichkeiten erfinden. Und wie das funktioniert, kann ich niemals aus der Sicht der Betroffenen verstehen. Das geht nicht. Ich kann es nicht rekonstruieren. Ich kann es nur aus der Tätersicht rekonstruieren. Und genau diesen Ansatz, den ich ja auch richtig finde, den man ja nicht mit einer moralischen Perspektive verwechseln darf. Hilberg war selber, musste als Jugendlicher aus Wien in die USA, weil er halt selber auch Jude gewesen ist und so. Aber sozusagen von dem, wie man einen Sachverhalt beurteilen kann, kann ja eigentlich die Perspektive der Erleidenden mindestens mal nicht die ultimative Perspektive sein. Und wenn wir die haben, kommen wir genau in diese seltsamen und dann auch von den Konsequenzen her problematischen Situationen, dass man halt Sachen falsch versteht oder verkürzt versteht oder gar nicht hinreichend versucht zu durchdringen, weil man meint, man hat schon durch die Identifikation irgendetwas verstanden. Aber Identifikation ist ja niemals Verstehen. Identifikation hat vielleicht was mit Empathie zu tun, aber doch nicht mit einem analytischen Verständnis. Ich habe eine Bekannte, die ich immer als Frau wahrgenommen habe, von der ich auch immer das Gefühl hatte, dass sie sich selbst als Frau wahrnimmt. Und die läutete mir vor einigen Monaten ein, dass sie gerne jetzt in they, them angesprochen werden möchte als Pronomen. Also quasi, dass sie sich aus dem binären System in der Selbstdefinition verabschiedet hat. Und dann habe ich sie daraufhin gefragt, ob das tatsächlich bei ihr so eine Entwicklung ist und wie das so passiert ist. Und dann hatte sie mir sehr selbstbewusst gesagt, dass es eigentlich weniger was mit ihr und ihrem Geschlecht zu tun hat, sondern sie möchte das ganze Feld des dritten Geschlechts öffnen und damit denjenigen, die dort sich naturgemäß abspielen, dort aus Solidarität halt mitmachen. Das heißt, kann es sein, dass quasi diese Überbetonung der Opferperspektive etwas damit zu tun hat, dass man kapituliert vor dem System, bei dem man das Gefühl hat, ich kann die Täterperspektive verändern oder Einfluss darauf irgendwie haben. Und weil ich von oben nichts verändern kann, mache ich mich lieber von unten mit dem Opfer gemein und bin so solidarisch. Kann das ein Erklärungsansatz dafür sein? Keine Ahnung. Das ist mir irgendwie, ich oute mich jetzt mal, das ist mir irgendwie zu kompliziert. Also ich komme ja aus einer politischen Sozialisation heraus, wo es eigentlich um materielle Unterschiede geht. Das heißt, faktische Benachteiligung, faktische Folgen von übler Ausübung von Gewalt, von Macht, von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, von strukturellen Ungleichheiten. Das heißt, da ist immer irgendetwas drin, wo es um Macht und Ausnutzung von Macht geht. Und mir ist das hier an vielen Stellen nicht wirklich klar. Also gerade da, wo es dann, da haben wir ja angefangen drüber zu sprechen, irgendwie plötzlich etwas völlig querläuft zu Emanzipationskämpfen, die ja genau diese tradierten Machtverhältnisse in Frage stellen. Und dann plötzlich etwas passiert, was ich für soziale Bewegungen immer total fatal finde, dass man intern gewissermaßen jetzt sortiert, wer sind diejenigen, die Recht haben, wer sind diejenigen, die Unrecht haben. Und man vergisst sozusagen die prinzipiellen und durch Mechanismen auf Dauer gestellten oder perpetuierten von materieller Ungleichheit. Also man kämpft so schön untereinander. Das finde ich immer schon total cool, ja? Und wahnsinnig sinnvoll. Und bietet dafür dann gewissermaßen den konventionellen, konservativen Kräften
eine super Gelegenheit, einfach so weiterzumachen, wie wir es lang gemacht haben. Also sozusagen konventionelle Männlichkeitsmänner finden so einen Diskurs bestimmt total super. Weil er nicht integrativ ist auf eine Art und Weise. Genau, ja. Mir fällt auf, dass viele Bekannte so aus meinen Jahren, also 30, unter 30, dass die auch diesem ganzen Thema Sexualität viel offener sind, sich da einfach hybrider fühlen, viel fluider fühlen, dass das sich auf Geschlechtlichkeit überträgt und so weiter. Und etwas, was mir aufgefallen ist, dass es vielen auch darum geht, und das ist vielleicht der emanzipatorische Teil, dass sie biologistisch nicht verkürzt werden wollen. Also sie wollen nicht über die Beschreibung er oder sie schon dieses ganze Brett an Stereotypen mitbringen, sondern in dem Moment ist es vielleicht eine weitere Sehnsucht nach Individualismus, wo all diese vielleicht eben auch machtvollen Kategorien von Geschlecht sie auf irgendeine Art und Weise weiter verkürzen und darum diese Dinge ablegen. Und ich glaube aber, wie Sie es gesagt haben, dass wenn eine Gesellschaft über derartige Kategorien in Macht und Ohnmächtig oder Machtmissbrauch auf eine Art und Weise skizziert wird, ist genau diese Flucht aus diesen Kategorien ja auch eine Unsichtbarmachung dieser Architektur. Und dann kann man für Gleichberechtigung ja gar nicht mehr kämpfen. Ja, und dann wird es auch irgendwie unpolitisch. Also erstens glaube ich, habe ich immer das Gefühl, das sind sehr stark First-World-Problems, ja, mit First-World-Instrumenten, die da angegangen werden. Und natürlich ist die Kehrseite des Ganzen, gerade wie Sie es beschrieben haben, mit man möchte sich jetzt nicht auf irgendetwas Biologisches reduzieren lassen. Naja, zum einen würde ich natürlich sagen, leider sind wir Tiere und nichts anderes. Und insofern kommt man gar nicht darum rum, sich als biologisch irgendwie zu verstehen und mit bestimmten biologischen Gegebenheiten auch irgendwie in ein Anerkennungsverhältnis zu bringen. Alles andere ist ja Bullshit. Wir sind nun mal nichts anderes als biologische Wesen. Und irgendwie schwingt für mich damit auch dieser hyperindividualisierte Freiheitsbegriff mit, als sei alles scheißegal. Hauptsache, man selber kann, ja, was weiß ich, seine nicht reduzierte Persönlichkeit in irgendeiner Weise aber an jeder Stelle zum Ausdruck bringen. Und damit versucht man sich aber manchmal mit besonderen Gruppen solidarisch zu zeigen, nimmt sich aber gleichzeitig die Macht in der Welt, die nach diesen Kategorien funktioniert. Möglicherweise. Also naheliegender wäre ja tatsächlich nach den Bündnismöglichkeiten zwischen in Anführungsstrichen klassischen feministischen Kämpferinnen und Akteuren und sozusagen das, was jetzt auf dieser nicht-binären Ebene als politisches Anliegen vertretbar ist. Da muss es ja Überschneidungen geben, da muss es ja Bündnismöglichkeiten geben. Und das finde ich viel, also naiv gesagt, finde ich viel versprechender, als irgendwie innerhalb dieser eigentlich auf Emanzipation drängenden Gruppierung irgendwelche Kampflinien einzuziehen.